Ready for Knast. Wie ihr sicher alle wisst, ist eines der gravierenden Probleme im Gefängnis das richtige Duschen. Man muss vor allem die Seife gut festhalten und für den Fall der Fälle, dass ein Unglück passiert, muss man sich richtig bücken. Das trainiere ich hier regelmäßig. Meine Haut fängt schon an aufzuweichen, aber ich denke, es ist eine unermessliche Vorbereitung. Ohne geht es einfach definitiv nicht. Wichtig ist, dass man regelmäßig die Seife fallen lässt. Autsch! Verdammt, nicht richtig gebückt. Hintern immer brav an die Wand drücken. Jedenfalls denke ich, dass ich am Dienstag sehr gut vorbereitet sein werde, wenn es dann soweit ist. Irgendwie freue ich mich drauf, auch wenn ich euch alle ziemlich vermissen werde. Was ich definitiv auch vermissen werde, ist hier meine Badewanne. Denn, Duschen ist was Feines, aber hier im Winter ist Badewanne dann doch etwas noch viel Schöneres, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wie ihr seht, schreibt mir das doch in den Kommentaren mit, ob für euch Duschen wichtiger ist oder Baden. Ich bin da jemand, der durchaus wechselhafte Ansichten hat. Im Sommer eher duschen, im Winter eher baden. So. Das war's jetzt. Das erste mehr oder weniger erfolglose Bootcamp. Duschen für Anfänger in der JVA. Ich hoffe, ihr Lieben, dass euch das Video gefallen hat. Und wer gedacht hat, dass ich jetzt nackig rauskomme, der hat sich getäuscht.